Herzlich willkommen bei Staplercup TV. Heute geht es um die Ausbildung von Staplerfahrern und hier insbesondere um die Fahrlehrer. Denn Ausbildung ist nicht gleich Ausbildung, aber gute Ausbildung, die kann man sich jetzt zertifizieren lassen. Neben mir ist Peter Eckhoff und der ist von der DGUV Test und ist Prüfer. Herr Eckhoff, warum gibt es dieses Zertifikat? Sicherung eines hohen Qualitätsstandards für die Ausbildung. Der zertifizierte Ausbilder kann sich vom Markt abheben, er kann sich von den schwarzen Schafen abheben, die immer noch auf dem Markt tätig sind. Er besitzt eine gewisse Rechtssicherheit und es ist nachvollziehbar, wer die Ausbildung durchgeführt hat. Es hat sich nun mal herausgestellt, dass das Unfallgeschehen gerade im Umgang mit Flurförderzeugen ja gleichbleibend hoch ist und eine Quelle dabei ist die mangelhafte Ausbildung der Fahrer. Wenn das Unternehmen diese Ausbildung gewerblich anbietet, kann es damit natürlich auch Werbung machen, dass es zertifizierte Ausbilder zur Verfügung hat. Und die Kundschaft dieser Unternehmen wird in Bälde auch fordern, wenn wir hier Teilnehmer zu dir schicken, dass dann halt auch zertifizierte Ausbilder gefordert werden. Horst Lippert, als Leiter Fahrertraining bei der Suffel Fördertechnik, warum lassen Sie Ihre Fahrlehrer zertifizieren? Dass wir uns ganz bewusst abheben können von den schwarzen Schafen auf dem Markt. Es gibt ja Ausbildungsunternehmen, die gerade mal 3 bis 4 Stunden ausbilden und da leidet selbstverständlich die Qualität und die Fahrer bekommen das Wissen nicht, um Unfälle zu vermeiden. Und wir wollen das den Fahrern ganz einfach bieten, dieses Wissen. Was zeichnet eine gute Fahrlehrerausbildung aus? Der Kontakt zu den Staplerfahrern, das Verhältnis während der Ausbildung bestimmt natürlich auch ganz extrem das Ausbildungsergebnis. Das heißt, Sie setzen sich ganz normal in ein Seminar und beobachten. Wie lange beobachten Sie? Das sind ungefähr 3 Stunden Theorie und 3 Stunden in der Praxis. Es kommt ein bisschen auf die Organisation an, auf die Anzahl der Teilnehmer. Wir müssen natürlich auch das Drumherum, das heißt die Ausbildungsstätte selber entsprechend einordnen. Und daraus machen wir eine Empfehlung. Dann wird das halt von der Zertifizierungsstelle entsprechend ausgestellt. Im Anschluss nach der Zertifizierung setzt man sich mit dem Prüfer zusammen und dann wird das Ganze besprochen, was Verbesserungspotenziale sind und was er natürlich auch gut gemacht hat. Wie wichtig ist das Feedback für die Fahrlehrer selbst? Unwahrscheinlich wichtig, weil damit können sie sich verbessern, damit wissen sie um ihre Schwächen, aber auch um ihre Stärken, wo kann man die Stärken noch mehr hervorheben und wo kann man die Schwächen dann eben abstellen. Das Unternehmen, das mit Staplerfahrern arbeitet, welchen Vorteil hat es, wenn das zu Ihnen kommt und eine Zertifizierung sieht? Dass es hochwertig ausgebildete Staplerfahrer zurückbekommt, denn wir verpflichten uns durch diese Zertifizierung nach einem DGUV-Grundsatz, das ist der DGUV-Grundsatz 308.001 auszubilden und hier sind ganz klar Zeiten, Ausbildungszeiten, Inhalte vorgegeben.